Lage im Flüchtlingslager Moria? Wir haben schreckliche Bilder aus dem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gesehen. Man kann froh sein, wenn es, so wie es jetzt aussieht, keine Todesopfer zu beklagen gibt. Die humanitäre Lage war schon vorher dort katastrophal und ist jetzt natürlich noch einmal zugespitzt. Wir erwarten von Griechenland, dass aufgeklärt wird, was Ursache für die Brandkatastrophe gewesen ist. Und es ist jetzt notwendig, dass Griechenland die Flüchtlinge aufs Festland evakuiert. Sie können nach Lage der Dinge nicht auf der Insel bleiben. Als FDP fordern wir aber auch von Deutschland, dass es kurzfristig schnelle Hilfe entsendet, um zum Beispiel mit Hilfe des Technischen Hilfswerks, dem THW, die Lage dort technisch in den Griff zu bekommen oder auch medizinische Hilfe zu leisten. Mittelfristig ist es notwendig, dass wir einen nationalen Migrationsgipfel einberufen, um zu klären, welche Länder, welche Kommunen, welche Aufnahmebereitschaft und Kapazitäten haben. Und langfristig muss die Bundesregierung die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um das gemeinsame europäische Asylsystem auf neue Beine zu stellen und voranzubringen.